Spielst du auch wie E-Gitarre? Oh, er trommelt. Oh, Jeffrey Dome anders. Alter, Rio! Wie geil das ist! So ein Arzt, ne? Will ich nicht haben. Warum? Ich hab auch Schmerzen. Blöblöblö. Er muss seine Pflanzen gießen. Ich muss meine Pflanzen gießen. Ja, was interessant ist. Kommt drauf an. Yeah! Ich hasse diese Welt. Ach, jetzt weißt du wenigstens, bei wem du dich beschweren musst. Bruder, wenn du deinem Hilfe schaust. Yeah. Der Typ klang echt voll genial. Alter. Aber ich mochte seine Haarfarbe. Die war echt cool. Yo, Bruder. Yo, man. Bleib drauf. Ja, wir waren gerade da. Wir entfernen uns von ihm. Die sollten sein Hirn einfach rausnehmen, damit er nicht mehr sprechen kann. Wenn sein Hirn draußen ist, dann kann er gar nichts mehr. Weißt du hoffentlich. Aber sprechen kann er nicht mehr. Ist mir egal, ob er tot oder lebendig ist. Oh, Sünde, Globox ist voll süß. Globox ist, so wie ich, dumm. Aber sehr sympathisch. Dumm, aber sympathisch. Ne? Ja! Liebe Leute, hallo, ich bin Jana. Dumm und sympathisch. Ah! Genau, so wie ich. Sympathisch! Sympathisch, sag ich euch. Ist genauso wie bei mir. Ich bin auch ziemlich blöd und sehe auch nicht besonders aus, aber ich bin anscheinend für manche Leute sympathisch. Ja, ja, so ist das. So ist das. Oh ja. Och Mensch. Ja. Alter, jetzt werden die ja richtig fies hier. Das wird ja interessant. Kacklappen. Gott. Nein. Ich spiele das Spiel ja nur. Ich hab's nicht gesehen. Das hab ich auch nicht gesehen. Anscheinend nicht, nee. Oh, ich bin müde. Junge! Wenn du willst, kann ich auch übernehmen. Nein! Jetzt können wir doch die Parts nicht füllen. Haha! Ich find's lustig, also. Nein! Eigentlich sind wir gerade so ein bisschen Pinky und der Brain. Ich bin die ganze Zeit gut gelaunt und lache voll viel. Und dann hast du die ganze Zeit voll grumpy und einfach nur so, lass mich in Ruhe. Die Welt ist scheiße. Die Weltherrschaft werde ich übernehmen. Nein! Sie hat sogar den richtigen Unterton. Das, was wir jeden Abend machen, Pinky. Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen nehmen. Und diesen Doktor zu finden. Welchen Doktor? Wo wir jetzt gerade hingehen. Ach so. Ich dachte, du bist bei Pinky the Brain. Ja, auch. Auch, auch. Ah, du darfst ja nicht vom Hauptplot abweichen, Anita. Kack drauf. Ach, Globox, ey. Sind wir bald da? Ich denke nicht. Ich hau den gleich so eine Platte, die runterfällt auf den Schädel. Die ist ja super! Bin begeistert! Kann mich kaum halten! Auf diesen leuchtenden etwas! Als ob! Es ist so eine Hassliebe mit diesen Leveln, wisst ihr? Eigentlich mag Nana sie, aber andererseits auch nicht.
Ja! Ruf jemanden an. Sag ihn schon mal, dass du das nicht überleben wirst. Das Ding ist jetzt gerade, ich frage mich, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass André in dem Gehirn von Globox ist. Weil ich meine, er hat er ist ja nicht im Gehirn, er ist im Kopf. Ja, im Kopf. Wollen wir mal jetzt mal hier realistisch sein, ja? Ja, es gibt, dass jemand in dein Hirn reinplatzt, ist ja auch so. Na gut, er hat das Ding in seinen Kopf. So, das Ding ist jetzt nur, er hat ja jetzt nicht mehr in seinen Bauch, das heißt, er kann jetzt nicht mehr die ganze Zeit Pflaumensaft trinken. So. Aber was bringt es denn jetzt André, wenn er in den Kopf eines Riesenfrosches ist? Der fast kein Hirn hat. Der fast kein Hirn hat. Nix. Das ist es ja. Ich meine, er könnte höchstens Raymond erpressen, dass er dann irgendwie Globox ins Hirn beißt und der dabei stirbt oder so, aber... Selbst hey, diesen, neue Abschnitt. Selbst diesen Ekel würde ich André nicht mal zutrauen. Ach, aber dass er sagt, hier, bring mir was zu trinken, oder ich zapfe seine Adern an, ist was Tolles, oder was? Ist doch noch ganz realistisch. Weil es ist eine Vampirfliege. Alter, ich bin so müde. Ich springe die ganze Zeit daneben. Ich komme hier ein bisschen vor wie bei Star Trek mit diesen ganzen kleinen Lichtdingern, wie bei Warp 5, weißt du? Mopsgeschwindigkeit. Fusch. Hey. Bitch. Bitch, bitch. Oh, ein Sternchen. Toll, ich hab mich so gefreut. Oh, ich werde diesen Typen mit den lila Haaren so fertig machen. Wenn du ihn wieder siehst. Bruder. Hat er doch eine recht interessante Idee gehabt mit diesen Strecken hier. Guck mal, der nächste ist bestimmt so ein Metalhead oder so. Der nächste ist ein Metalhead, glaubst du? Bestimmt. Hä? Was denn jetzt? Hast du den nächsten Abschnitt? Ja, cool. Also warte mal, der erste war ja... Das Telefon. Oh, fuck. Drück auf Pause. So, liebe Leute, da sind wir wieder und... Es ist wirklich nicht zu glauben, selbst wenn unser Vater nicht zu Hause ist und wenn er eigentlich gerade am Wasser steht und am Angeln ist, er schafft es. Dennoch noch unsere Aufnahme zu stören, indem er hier anruft. Ich hätte vorher die Akkus aus dem Telefon nehmen sollen. Das ist echt... Dieser Herr weiß einfach, weil wir arbeiten und mal nicht. Das ist echt ätzend. Also sorry nochmal für alle, die jetzt da das derbe Klingeln mitbekommen haben. Aber das können wir ja vorher nicht wissen. Das war jetzt eher so spontan. Das ist scheiße, wenn man Kontakt zur Außenwelt hat. Nennt sich Telefon. Ja, schrecklich. Naja, so. Egal, so. Yeah, Funky Town. Na, warst du begeistert? Yeah, wuha. Links, rechts, geradeaus. So jetzt viele bunte Plattformen. Oh, das war ach, ganz knapp. Du Kacke. Ich hab mir fast in die Hose geschissen. Fast. Nicht übertreiben. Oh, das sieht hier schön aus. Hier will ich bleiben. Guckt euch das ja, an, Leute. Ja, ich hau mich gerne darunter. Mal gucken, wie lange du fällst. Es sieht hier bloß so schön aus. Es glitzert überall ich und... Ich sehe den Sternenhimmel. Mal ehrlich, Leute, würdet ihr nicht auch lieber hier bleiben? Das ist doch voll schön, oder? Ich bleibe auch gerne irgendwo, wo nichts ist. Außer Glitzer. Stell dir mal vor, wer weiß, was da unten ist, so. Das Nein, weiß man ja nicht. Also, ihr könnt... wollt ihr auch mal gerne in so einer Welt da rumcruisen und durch so... über so eine komischen Digitationsstreifen springen. Schreibt in die Kommentare. Das Einzige, was ich irgendwie mal machen würde, ist... Weiß ich nicht. Vielleicht das Privathaben ist ganz cool, denke ich. Wenn du Langeweile hast, so surfen. Das ist das andere Surfen im Internet, würde ich mal behaupten. So à la Twipsy. Guck mal, das kann man eigentlich auch so ein Part eigentlich immer nennen, ne? Surfen mal anders im Internet. Das wäre irgendwie richtig ulkig, wenn die da wirklich durch das Internet surfen würden. Ja, das ist ja das Internet. Oh! Stell dir mal vor, die surfen durchs Internet, um nach einem neuen Doktor zu suchen. Und nachdem sie eigentlich... Wären die doch bloß bei Google gelandet. Das ist voll die geile Theorie. Das hier ist das Internet, Leute.
Bloß als es noch geil war. Internet ist Neuland. Diesmal nicht, mein Freund. Diesmal nicht. Not this time, Star Fox. Oh, jetzt unten lang. Ganz kreativ. Ja. Ich hau den gleich hier so. I'm Smell. Weißt du, was das für eine CD ist? Ich beschwöre gleich den Teufel. Oh, Satan. Gesundheit. Ich glaube, das mache ich dann irgendwie mal demnächst, wenn Nano wieder richtig pissige Laune hat. Und dann setze ich mich neben sie und dann sage ich, hey, weißt du, was das für eine CD ist? Ich glaube, den haut sie mir eine runter, aber egal. Dann werde ich echt zum Satan. Das müsst ihr mal machen. Einfach, wenn ihr jemanden habt, der richtig gerade richtig scheiß Laune hat. Und dann einfach eine von diesen Globox-Fragen stellen. Hey, ist noch Weibes im Doktor? Oh! Genau in diesem gequälten Unterton. Oder hey, weißt du, was das für eine CD ist? Oder ihr sagt einfach ganz normal, hey, ich kann den Helikoptertrick auch. Keiner wird wissen, was ihr damit meint, außer er kennt das Spiel. Aber ihr werdet euch später total drüber totlachen, selbst wenn ihr den gebrochenen Arm habt. Glaubt mir. Wobei, das wäre schon ziemlich krass, wenn jemand euch den Arm bricht, nur weil ihr einen so einen Satz sagt. Also, dann würde ich eher mit der Person zum Anti-Aggressionsdoktoren gehen, aber... Naja. Das könnt ihr auch gerne. Zum Anti-Aggressionsdoktor? Ja, dann müsst ihr auch gleich hin. Dieses Kackspiel hier, ey. Oh, guck mal, Streiche! Oh Gott! Ich wäre fast daneben gesprungen. Oh, alles leuchtet alles! Gott. Also eigentlich ist es hier relativ dunkel für deren Verhältnisse. Ja, aber das da hinten sieht irgendwie auch, als wäre da irgendwie Heaven oder weißt du nicht was. When heavens divide. Guck mal hier, ich Satan fliege gen Himmel. So, mal was. Catch me, I'm falling. Oh, ich falle auch die ganze Zeit hier. Down again, I know it's a dream. Es ist kein Traum, ich bin leider wirklich hier. Just the same. Catch me, I'm falling. Guck mal, jetzt sind die Striche schon gelb. Ja, Mensch. Total schick. Schick, schick. Schick. Oh. Schade. Das ist normal. Du hast mir voll auf den Arm gerotzt, Mann. Ja. Weil. Ich weiß. Und ich hab meine Tabletten schon genommen. Alter Schwede. Deswegen schlafe ich hier gleich ein, aber meine Laune ist geil. Du hast eine geile Laune gerade. Ich hab geile Laune, ja. Okay. Ich wollte dir gerade sagen, bis ich den geweckt habe, ist das so spät. Was? Dass du da falsch gesprungen bist. Weil du da immer in diese scheiß Lücke reinspringst. Ich will nix hören. Oh, ich hatte gerade voll die gehässige Lache drauf. So nah, rechts und links. Ja! Rechts und links, wie soll ich das denn schaffen? Oh, du hast es geschafft. Oh. Ich glaube, du musst links bleiben. Ich glaube nicht. Oh, ganz knapp Kiste. Hey, sie hat's geschafft! Yay! Wupp die fucking du! Nice, Mama! Oh, ich hab Schädel ficken. Wonderful work, my friend! Oh, ich bin in der Hölle! Das würde auch dieser Butler von Cici und Lisi und Franz haben. Ich bin in der Hölle! Nee, was sagt er denn noch? Irgendwie Wüste der Knarren oder so? Gib mir eine, ich erschieße mich gern. Also irgendwas sagt mir, soll nicht den Sand be... Okay, scheiß heißer Sand. Arabische Nächte. Wie die Tage vorher. Da oben ist auch einer, aber da kommt man irgendwie kaum ran. Wie jeder weiß, viel heißer als heiß. Und das in der Nähe.
Okay, Knochen, scheiß heißer Sand und irgendwie kein gesunder Himmel. Wobei, das sieht ein bisschen aus wie Kirch der Löwen. Das Schatten. Urlaub. Marcelinja, schon wieder Schwand. Kokel. Ach, ihr Pipolinus seid ihr auch hier. Ihr wart hier. Geh mir weg. Der Eingang sieht auch wunderschön aus, muss man ja mal sagen. Ach, du hast so ein NSS drauf gehabt. Entschuldigung. Wunderschön. Oh, wunderhübsch. Okay, hier sind die auch schon. Das guck ist mal, wir sind in Skars Reich gelandet. Ja, ist echt so. Oh mein Gott, wir sind bei König der Löwen. Wir sind im Schattenland. Krass. Hier wird schon kein Lust mehr für Schattenland. Das, was mich gerade eher so beunruhigt, ist diese Musik. Die klingt schon so nach dem Motto, dich erwartet hier etwas total Schreckliches, du weißt es nur noch nicht. Ich bin gerade auf Wackelpudding getreten. Das ist kein Wackelpudding, Nana. Das ist alles, aber kein Wackelpudding. Da oben ist so ein gelbes Ding. Ja, wie soll ich da rankommen, bitte? Ich habe keine Ahnung. Okay, es ist Säure oder Lava. Der Boden ist Lava, Nana. Nee, da kommt man nicht hoch, glaube ich. Oder doch? Ich gehe erstmal unten lang. Ah, okay. Das macht Sinn. Anstatt erstmal weiter zu laufen, erstmal das Unmögliche versuchen, passt schon. Wo müssen wir hin? Ach da, okay, hoch. Jetzt stehen wir auch noch unter Beschuss, Alter, hier ist ja alles. Okay, super, wir sind auf einer Brücke. Das ist, glaube ich, schon mal ganz gut. Hallo, Kumpel! Oh, scheiße, da mussten wir hoch. Oh, ist los? Der Knobox ist da oben. Danke. Ich glaube, wir springen doch einfach nochmal auf das Ding da. Da ist es ja tiefer. Da kommst du ja eher rauf. Ich sehe nichts. Ich hoffe das nicht. Gott, wo bin ich? Da musst du rüber, Alter. Da. Gut. Wir machen es einfach normal. Ist kein Problem. Machen wir einfach locker. Easy peasy lemon squeezy. Okay. Flieg, mein Kleiner. Ich ignoriere mal die Steine da unten. Ausnahmsweise. Ah. Ja, guck mal, ein Schwein. Ein Schwein.